Ja, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Landwirtschaftssimulator 22 und wir sind hier nach wie vor im Niemandsland und wir sind gerade dabei bei der dicken Ernte und da machen wir mal direkt weiter. Ne? Ich habe nichts weiter gemacht und steigt genau da ein, wo wir letztes Mal aufgehört haben, weil wir uns da ja so drauf gefreut haben. Naja, zumindest ich. Nee, da. Und jetzt absenken. Einschalten. Hoffentlich ist der jetzt auch richtig eingestellt. Oh. Jawohl. Ja, wollte jetzt gucken, ob der jetzt auch schöne Strohschwaden macht. Die kann man ja unterdrücken, dann streut er das so weg, dann ist das verschwunden. Wollen wir nicht. Wir wollen ja alles mitnehmen. Jo. Ja, ich habe jetzt. Seit ich letztes hier mal hier aufgehört habe, ist jetzt schon wieder einige Tage vergangen. Also ich habe auch hier den Spielstand nicht angerührt seitdem. Die Pferde müssen noch geritten werden heute. Ist noch nicht gemacht. Ja. Heute war wieder Aufnahmesession bei Andrina mit Subsistence. War sehr lustig. Hat wieder viel Spaß gemacht. Ah ja. Jetzt habe ich auch die Tage endlich mal den Flusi wieder anlaufen gebracht. Hier den Microsoft Flugsimulator. Den hatte ich ein paar Tage. Ja, ein paar Tage ist gut. Ich glaube, dieses Jahr noch gar nicht benutzt. Und da kommen ja immer Updates. Da muss man jedes Mal, dann, wenn man länger nicht benutzt hat, wieder ein großes Update installieren. Und dann haben sie das geändert. Und ach, bin zwar zwei Ründchen geflogen, aber naja. Muss erstmal wieder ein bisschen reinfinden, da bin ich noch nicht ganz mit fertig. Aber ich brauche den ja jetzt für mein Videoprojekt. Deswegen muss der klappen. Ja, nimmt auch langsam Formen an. Aber ich sehe doch immer mal wieder so ein paar Parallelen zu meiner Modellfliegerei, die ich betrieben habe. Also jetzt zum Teil mit diesen Drohnen und auch Koptern, aber auch mit Flächenfliegern. Und eben den Flugsimulator, wo ich ja das auch auf realistisch stehen habe. Also das, was ich gelernt habe beim Flugunterricht mit den ferngesteuerten Flugzeugen, kann ich also wirklich auch vieles eins zu eins umsetzen im Flugsimulator. Also das hilft mir. Das will ich gar nicht mal abstreiten. Also das ist schon sehr realitätsnah, wie ich finde. So. Nein. Nicht so weit rauskacken hier. Immer warten. Aber ich bin noch nicht so richtig im Flow wieder. Ach, das ist ja eigentlich gar nicht so ein großes Feld. Das ist ja relativ fertig. Relativ schnell fertig. Aber ich kann jetzt von dem Weizen wohl auch nichts großartig verkaufen. Gut, wenn die Sorghum hier so mal fertig ist, weil. Ich brauche ja auch ordentlich Hühnerfutter, ne? Naja. Tja, dann den Sammelwagen. Ich würde den ja ganz gerne schon kaufen, aber andersrum habe ich mir ja vorgenommen, erstmal einen neuen Trecker zu kaufen. Na, mal sehen. Ich denke mal, ich werde den noch mal einmal mieten, den Sammelwagen nachher hier für das Stroh aufzusammeln. Schauen wir mal. Ja, hier liegt überall noch Heu rum, was ich so reingestreut habe hier beim Wenden. Der schmeißt da doch manchmal so weit, ne? Überall, das kann ich ja dann auch noch extra sammeln. Ach, ist er schon wieder voll? Okay. Direkt ins Silo. Das lohnt sich nicht, da mit dem Trecker rumzufahren. Habt ihr denn schon mal so Flugerfahrungen sammeln dürfen? So mit Drohnen oder Flächenfliegern oder real tatsächlich vielleicht auch. Ich war so fasziniert von dem FPV-Fliegen, also dieses Fliegen von einer Drohne oder auch einem Flächenflieger und mit Kamera und dann per Funk auf eine Brille Live-Bild zu sehen oder auf dem Bildschirm, das man an der Funke hat.
und dann eben gleich zu steuern. Das ist ja, kann man ein bisschen weiter wegfliegen. Ne? Ist ja jetzt alles unheimlich eingeschränkt mit den Gesetzen. Das war auch der Grund, warum ich das dann eher dran gegeben habe. Weil richtig legal fliegen und dann trotzdem irgendwo, wo es Spaß macht, das ging ja dann schon gar nicht mehr. Aber FPV fand ich schon toll. Da sind ja einige Experten, die haben so eine Kamera am Flugzeug gemacht, auch einen Funkverstärker dran. Die stehen dann unten am Boden oder sitzen auf so einem Campingstühlchen und fliegen mit ihrem Flieger weit über den Wolken, ne? Also teilweise bis zu 4.500 Meter hoch. Das ist ja schon, boah, so weit bin ich nie gekommen. Aber Wolken habe ich auch schon erreicht. Also das ist schon faszinierend. Das macht schon Spaß. So fahre ich hinten rum, ne? Boah. Ja, der Raps oder zumindest auch die Sorghum hier sind, müsste ja auch bald reif sein. Also da kommt noch einiges an Erntearbeit auf uns zu. Finde ich gut. So. Ah, das machen wir erstmal fertig. Da müssen wir reiten. Dann kann ich auch mal gucken, nach wie der Futterstand ist. Gucken, dass ich den Pferden auch nochmal ein bisschen Kraftfutter dazu packe. Dass wir da so ein bisschen Verhältnis kommen. Das ist ja angegeben, ne, mit dem Verhältnis. Ah ja. So. Hatte ich ja letztens auch schon mal was drüber erzählt, über Zombie-Apokalypse, 7 Days to Die, DayZ und The Walking Dead. Das ist ja so ein Genre. Und da kommt man natürlich nicht drum rum zu überlegen, was würde ich machen? Und wie würde ich reagieren, wenn sowas Wirklichkeit werden würde? Jetzt mal angenommen, tatsächlich, ne? Die Zombie-Apokalypse passiert wirklich. Also so richtig klassisch, wie das in den Filmen auch dargestellt wird hier, angenommen wie in The Walking Dead. Auf einmal kommt da so ein Virus rum, die ganze Welt ist wie jetzt bei unserer Pandemie total geschockt. Und ja, was nun? Und mehr schlimmer und schlimmer wird das, bis die ganze Kultur, also die ganze Zivilisation mehr oder weniger zusammenbricht. Anarchie auf dem ganzen Planeten, überall laufen die Zombies rum und jeder sieht nur zu, dass er irgendwie seinen Arsch retten kann. Also, boah. Ja, mit manchen Leuten kann man darüber nicht reden. Die rollen dann die Augen und dann sagen die so, ach, das ist doch alles Quatsch. Leichen, die wieder aufstehen. Tod ist tot. Ja, ja, natürlich, klar. Aber andersrum, ich könnte mir vorstellen, ja, nehmen wir doch mal zum Beispiel hier diese Krankheit, die gibt Tollwut. Also, ich bin jetzt nicht vom Fach, ich fantasiere einfach mal so ein bisschen rum. Das sind so Gedankengänge, die ich da habe, ne? Ja, nehmen wir mal Tollwut. Tollwut ist ja eine Krankheit, die sich auch über Bakterien oder Viren verbreitet. Und vor allen Dingen, so steht es im Lehrbuch ja, durch Biss. Also die Ansteckung in erster Linie durch Biss. Ja, man wird gebissen von einem tollwütig infizierten Tier oder eben auch Menschen. Und durch den Speichel kommt dann durch die Bisswunde der Erreger in den Blutkreislauf des Opfers und steckt sich an und kriegt auch Tollwut. So. So viel ich weiß, und das weiß man ja auch bei den tollwütigen Tieren, das sind ganz zahme und liebe Tiere. Und durch die Krankung werden die aggressiv und gefährlich. Ne? Vielleicht kennt jemand auch den Film oder das Buch von Stephen King, Cujo, mit dem Bernardiner, der Tollwut hat. Ja, wo die Mutter mit ihrem Sohnemann da in dem Auto sitzt, was nicht mehr fährt und kommen da nicht weg und der Hund ist die ganze Zeit da. Sobald die Tür aufmachen, kommt der angetobt, dieser Riesenköter. Tollwut, ganz normal Tollwut. Ja, mal ehrlich, wenn jetzt so ein tollwütiger Hund, wenn man den jetzt mal vergleicht mit einem Zombie-Hund, der von einem Zombie gebissen würde und stirbt und dann selber zum Zombie wird, wo wäre denn da noch der Unterschied? So, und da ja auch Menschen sich mit Tollwut anstecken können und Tollwut ja auch ans Gehirn geht, eine Wesensveränderung, die Aggressivität hervorruft, man müsste sich da nur mal vorstellen, dieser Virus würde jetzt irgendwie mutieren, schlimmer werden, dass also die Menschen ziemlich schnell sich infizieren würden und dann auch total aggressiv würden und andere angreifen würden, auch wenn sie nicht zuvor gestorben sind und wieder aufstehen würden. Das wäre ja im Prinzip schon ganz nah an diesem Zombie-Phänomen dran, oder nicht? Und aus diesem Grund halte ich, sag ich mal, so eine Apokalypse
gar nicht mal für so abwegig. Also das ist unwahrscheinlich, aber nicht vollkommen irrsinnig ausgeschlossen, wie manche das sehen. Denke ich mal. Und ich glaube übrigens, ich rede mich hier gerade um Kopf und Kragen. Wie viele von euch rollen mit den Augen und sagen, was erzählt die da für eine Scheiße? So ein Unfug, ich weiß nicht. Also sehr wahrscheinlich ist das nicht, aber eine Pandemie, die sich ruckzuck weltweit verbreitet, die haben wir ja gerade. Ja? Also das ging ja rasend schnell und da war trotz aller Technik und Genforschung und was man nicht alles macht, waren wir uns relativ machtlos. Zumindest, wenn es darum ging, zu verhindern, dass sich das auf die ganze Welt ausbreitet. Das ist, hat nicht geklappt. So. Und ja gut, jetzt da was gegen zu tun, Impfstoff zu entwickeln, der ganz gut wirkt, aber nicht ganz so hundertprozentig, wie man das gehofft hatte. Ja, man ist ja nicht sofort völlig immun dagegen, aber das ist schon ein guter Schutz. Aber daran kann man sehen, dass man da durchaus noch irgendwie eine Pandemie geben kann oder so, die da eben unsere Mittel übersteigt. Und wenn das dann so was Böses ist, ich denke da mal an so Sachen wie Ebola, das wäre schon schlimm. So, und wenn das jetzt so ein mutierter, echt deutlich schlimmer und schneller gewordener Erreger ist von Tollwut, der jetzt eben schlimmer ist, der sich noch leichter übertragen lässt, der noch verrückter macht die Menschen, dass die richtig ausrasten und rasend vor Wut sind und alle anderen angreifen, dann ist das also durchaus vergleichbar mit einer Zombie-Apokalypse. Und jetzt zu dem, worauf ich eigentlich hinaus will. Angenommen, das wäre jetzt. Wir haben jetzt die Zombie-Apokalypse. Oder sei es eben so ein mutierter Tollwut-Virus. Und das ist jetzt so weit gediegen, wie zum Beispiel in der Serie The Walking Dead. Also die ganze Infrastruktur, alles ist zum Erliegen gekommen. Es gibt keine Polizei mehr, es gibt nichts mehr. Nur noch Leute, die mit Waffen rumlaufen und versuchen, irgendwie ihren Popo zu retten. Was würde ich machen in der Situation? Was würde ich machen? Und wenn ich mir so Walking Dead so angeguckt habe, und ich habe das ganz gerne verfolgt, das fand ich ganz interessant, und oder auch hier 7 Days to Die oder sowas spiele, na, ist es schon wieder voll. Habe ich den schon wieder voll gequatscht? Den Tank. Dann ist so gruselig, ich mache mir so ins Höschen dabei, ehrlich. Ich glaube, ich würde da gar nicht groß was machen. Ich würde gucken, okay, draufgehen tust du sowieso bald. Das Einzige, was ich jetzt noch machen kann, ist selbst entscheiden, auf welche Art. Entweder ich kämpfe und werde mit 99%iger Wahrscheinlichkeit demnächst irgendwann von den Zombies bei lebendigem Leibe aufgefressen. Ja, wenn man jetzt mal bei den Zombies bleibt, so wie sie eben in dem Genre, in den Filmen sind, sieht. Ja. Oder aber ich nehme mir das Leben, da kann ich das ein bisschen angenehmer gestalten. Ich kann mich vielleicht mit Autoabgasen da irgendwie ersticken oder irgendwelche Medikamente nehmen oder was auch immer. Das Ende ist dann auch aber nicht so qualvoll, denn ich persönlich habe keine Angst vorm Tod, aber ich habe Angst vorm Sterben. Wann ist nicht ganz so wichtig, zumindest nicht so wichtig wie das Wie. Also da könnte ich mir vorstellen, dass ich dazu feige wäre, da zu kämpfen. Ne? In Computerspielen, ja, auch selbst da habe ich ordentlich Schiss, das will ich ja gar nicht sagen, weil das so gut gemacht ist. Aber da ist das noch was ganz anderes, aber real, da sieht die Welt dann aber ganz anders aus. Ich erinnere mich auch dran, bei The Walking Dead, da sind die doch da in diese unterirdische Forschungszentrale gekommen, wo dieser eine Überlebende noch ist, der den quasi gesagt hat, der Zug ist abgefahren, da passiert nichts mehr. Er wollte ja das ganze Ding hochgehen lassen, eine Riesendetonation, damit blitzartig das Licht ausgeht, also Suizid begehen. Und da war ja auch die eine oder andere, die sagten, ich bleib hier, ich mach das mit. Ne? Ist freiwillig da geblieben, weil sie einfach sagte, ich kann das nicht mehr. Ey. Und ich glaube, in der Situation wäre ich auch da geblieben. Ich hätte dem vertraut, der sagte, das knallt einmal kurz und dann ist es vorbei. Ja. Ich denke mal, da hätte ich auch mitgemacht. Das weiterzuleben, so, boah. Es sei denn, ich habe wirklich große Hoffnung und auch ein Ziel vor Augen. Irgendwie eine Gewissheit, da ist was im Gange, das ist bald überstanden, halt noch ein bisschen durch, dann ist das vorbei. Dann vielleicht, aber wenn das ziemlich aussichtslos scheint, dann würde ich das nicht mitmachen wollen. Er fragt mich manchmal, bin ich eigentlich da mit dieser Einschätzung oder mit diesem Gefühl und Gedanken dazu alleine oder denken auch viele andere, ne, ich würde das auch nicht machen,
Ich glaube, ich würde auch Suizid machen, weil mir das zu heftig wäre. Das frage ich mich manchmal. Vielleicht will ja jemand dazu irgendwie sich äußern. Tja. Naja, und das Interessante an der Folge ist ja, also an den Folgen hier von The Walking Dead finde ich ja, dass die mal zeigen, wie möglicherweise das wirklich abgehen würde, wenn sowas wirklich passieren würde. Und ich glaube, dass das schon einigermaßen nah an der Realität wäre, wie das passieren würde. Denn irgendwann, es gibt ja noch Überlebende, die sich durchschlagen, und irgendwann ist man in einer Anarchie gelandet, da sind die Zombies auf einmal das geringere Problem. Da hat man sich dann einigermaßen mit arrangiert, die sind berechenbar, die Zombies, da kann man inzwischen mit umgehen. Besonders junge Menschen, die kennen das gar nicht anders, die kennen die Welt nur mit Zombies dann. Und was denn da so entstehen will, da kommt ja dieser Negan, ne, der sich ja da zunächst als unglaublicher, sadistischer Schweinepriester, das ist so ein Psychopath eigentlich, der Spaß dran hat, die Leute, wer weiß wie, brutal zu behandeln, der hat ja dann freie Hand und ja, sowas würde es geben, Mann. Die zeigen ganz gut, wie die Menschen drauf wären. Auf einmal zählen ganz andere Werte. Ja. So. Und dann haben wir das Feld schon fast fertig gequatscht. Na, ich glaube, weiß nicht, schaffe ich das ganz? Das ist eng, ne? Das könnte klappen. Auf beiden Seiten, da ich hier kein Streifchen stehen lasse. Ja. Scheint zu funktionieren, klappen. Jawohl. Da war noch mal ein bisschen breit. Und es ist fertig. Oh ja. So. Mal abkippen gehen. Oh, da haben wir eine Menge Stroh einzusammeln. Ich guck gleich mal, ob wir denn da schon Stroh drin haben, weil da werde ich einiges von verkaufen. Ein bisschen was lagere ich ein und der Rest wird verkauft. Da kommt noch ein bisschen Geld rein dann. Ah, Salat hat sich auch schon gut weit angesammelt. So. Kann ich ja jetzt hier gucken. Weizen? Ah, jetzt die Preise. Nee, das ist das. Ach, hier müsste das. Ach, das verändert sich nicht. 15,980. Ja, 17. Was haben wir jetzt? 17,816. Ja, Gerste, Hafer. Was haben wir denn jetzt? Wo ist Stroh? Stroh. Oh, oh, viel. Ja, mehr brauchen wir nicht. Dann kann ich das Stroh, was hier rumliegt, verticken. Wie ist denn der Strohpreis eigentlich? Geht runter. Hä? Wollte schon sagen, das ist aber ein komischer. Ich habe jetzt war im Moment irritiert. Was? 800 Euro für Stroh? Geht aber auch runter. 104. Ja, ich mach mal die Zeit langsamer, wa? Damit er nicht noch weiter abhaut, weil wir werden da nämlich bald, denke ich mal, anfangen, unseren Stroh zu verticken. Aber erstmal müsste ich die Pferde reiten, ne? Als allererstes fahre ich mal das Ding in die Garage hier. In die Noch-Garage, die ja hoffentlich nicht mehr allzu lange benutzt wird. Naja. Das heißt, wie heißt das so schön? Nichts hält länger als ein Provisorium. Ich mache das mal so, nur provisorisch, vorübergehend. 100 Jahre später steht es immer noch. Ist ja so manchmal. So, man muss hier näher ran, dass ich das besser sehen kann. Ja, so steht da. Aus das Ding. Komm hier nur durch? Jawohl. So, dann drehen wir mal eben eine Runde und gucken nach... Oh, Salat.
im Winter. Da ist der Preis besser, ne? Moment, die Maus, die sitzt so ein bisschen. Meine Maus ist mir auch heute bei der Aufnahmesession zum Schluss hin allmählich gestorben. Musste ich schon fast mit einer Schraubzwinge drücken, die linke Maustaste. Jetzt habe ich mal die andere dran getan. Ja. Hä? Na, Copperfield, wie hast du das denn hingekriegt, ha? Schmerzfrei. So. Ach so, ich wollte hier gucken. Futter? Ja, die haben ja noch genug. Alles ist gut. Gesundheit erholt sich auch wieder. So, dann gucken wir mal hier. Ich kann das ja auch ein bisschen aufteilen, dass wir jetzt nicht 5 Tiere reiten müssen. So, wollen wir hier. Na, hier, Basisfutter soll auf 60% und Heu 40%. So. Das heißt also, Basisfutter, das bringt... Das mache ich mal zuerst. Bringen wir hier mal Futter rein. Hafer, ich weiß gar nicht. Ich habe da noch ein bisschen, weil aber auch nicht so viel, ne? Fressen die eigentlich auch? Sorghumhirse? Steht da was bei? Falschen Knopf gedrückt. Der steigen wir halt nochmal aus. Hier, so, komm. Bisschen Déjà-vu. Ne, hier. So. Déjà-vu ist geil. So, schon mal zum Träger hin. Und dann wollte ich mal eben gucken, wenn ich jetzt hier Basisfutter... Sorghum, ja. Die können auch Sorghum. So. Aber die sind ja eigentlich relativ sparsam, so die Pferde. So. Schwupp. Schwupp. Hafer. Das wird immer weniger. Das ist nur eine Pfütze. Aber ich weiß gar nicht, hat das eigentlich einen Effekt? Ich meine, Heu ist natürlich quasi billiger zu beschaffen als das gute Hafer, ne? Werden die dann schneller gesund oder steigt der Wert von den Tieren schneller, wenn ich die 60% erfülle? Weil wenn das eigentlich für die Gesundheit oder für die Geschwindigkeit der Entwicklung der Pferde egal ist, dann frage ich mich ja, warum soll ich denn hier so viel Hafer reinpacken? Na? Klar, aus reiner Tierliebe, wenn es denn Tiere wären und keine Programme. Aber die Programme sind ja so gut gemacht, dann könnte man die echt für Tiere halten. Und das soll ja auch so sein. Ist ja auch gut so. So. Naja. So. Dann teile ich das so ein bisschen auf. Das heißt also, wir reiten jetzt 2 Hottermäxchen und fangen dann erstmal an mit dem Absammeln des Strohs. Das ist doch, ne? Ich möchte mich jetzt auch mal so ein bisschen vermeiden, da irgendwie zu schneiden oder Schnellverlauf zu machen, dass er dabei bleibt so ein bisschen. Ja, aber so ganz schlimme Sachen, also... Ne, wenn ich jetzt sage, oh, ich lege ein neues Feld an, 500 Hektar, mit dem 1,20 Meter Pflug bleibt er dabei, 12 Folgen. Nein, das mache ich natürlich nicht, das wäre... Ne. Aber jetzt hier so in der Erntezeit so ein bisschen doch, warum nicht? Jupp. Ja. So, hinstellen, ausmachen, aussteigen, reiten gehen. Nehmen wir den Rappen und den Schimmel. Reiten wir schon mal. Ich gucke jetzt aber erstmal eben, wie sich das Futtermischverhältnis verändert hat. Naja. 60%, das wäre dann, wenn das gleich groß ist, die Kammer, müsste ich so bis hier. Ne? Oder ist das 60%, wenn der voll ist? Wie auch immer, ich werde sehen. So, hopp. Hier mach mal auf die Tür. Bleib hier. Ich will dich besteigen. Hey! Alice, bleib stehen. So. Ah ja.
So. Wollen wir mal gucken, ob schon wieder Möbelpaletten stehen. Ich glaube nicht. Die habe ich ja letztens erst verkauft, ne? Ja. Steht nix. Ja, zum Glück hat man halt ja relativ schnell geritten. Da haben wir schon 40%, also das geht ja recht zügig. Trotzdem, wenn man mehrere hat davon, das muss man ja auch jeden Tag machen. Wenn man also ganz stramm durchziehen will, dann ja, ist das schon. Macht sich das bemerkbar? Wird das aufwendig? Ja, schalten wir auf den nächsten Tag. Vor allen Dingen, wenn man sagt, ach, ich schalte jetzt mal ganz schnell so 2, 3, 4 Tage weiter. Da muss man jeden Tag da. Ist ruckzuck eine halbe Stunde eine reale oder eine Stunde durchgezogen. Nur mit der durch die Gegendreiterei. Das ist dann schon. Puh. Jo, einmal was Stoppelfeld. Ich habe jetzt letztens mal wieder in das Spiel reingeguckt, hier Stranded Deep. Ist auch ein schönes Spiel. Ist vor allen Dingen gefällt mir das Spiel so gut, weil diese idyllischen Inseln, das sind alles so Trauminseln, ne? So paradiesische mit Kokosnusspalmen drauf und klein, alles relativ friedlich, ja gut, nicht ganz, da gibt es ja also auch ein paar böse Tiere und auch Haie da, aber das Wetter so schön und Floß bauen, das ist wirklich klasse. Man spürt so richtig, meine ich immer, weil das so von der Lichtstimmung auch so gut gemacht ist, spürt man irgendwie immer so ein bisschen auch die Sonnenwärme. Ja, und sowas wie Stranded Deep, das spiele ich, mal, lass mich doch mal da vorstellen. Das spiele ich besonders gerne so in Winterzeiten. Wenn man so Sehnsucht hat nach warmer Sonne und Licht. Ja, also, das Einzige, was mir an dem Spiel nicht so gut gefällt, das ist so ein bisschen das Handling. Ja, also mit diesem Menü, ja gut, sind so ein paar Punkte, die ich so ein bisschen bemäkeln würde dran. Ja, das Menü mit diesem Kreisding, das ist immer so ein bisschen komisch. So umständlich, wenn man irgendwas aufsammelt oder irgendwo hinpackt. Ja, ja, mit dem Inventar. Das finde ich so ein bisschen. Könnte einiges verbessert werden und ja, nicht gegen Baum. Ja, geht. Und was ich auch schade finde, ist, wenn man da jetzt baut, man kann ja da auch sich so eine Hütte bauen. Da kann man einmal Wände nehmen aus diesen Strohwänden, also aus diesen Palmwedelwänden. Und ja, das ist natürlich nicht dicht. Da guckt überall nur das Licht durch. Das ist überhaupt keine richtige Wand. Und wenn man das dann aus Holz macht, diese Holzbalken da. Das ist auch so löchrig, das ist höchstens mal so 60-70%, da pfeift ja auch der Wind durch. Selbst wenn man aus diesen Holzplanken baut, selbst dann ist das alles total löchrig und so würde ich das doch nie machen. Also, da bin ich ein bisschen zu rustikal. Ne? Und wenn man dann mit diesem Lehm, wenn man massenhaft Lehm gesammelt hat und baut dann daraus die Wände, ja, dann ist das einigermaßen gut zu. Aber blöd ist auch, wenn draußen ordentlich schüttet, das haben die nicht geschafft, dass das innerhalb von Räumen. Oh! Huh, hab ich gar nicht gemerkt. Hier ist ja dieser Abhang. Das dann richtet das innen auch. Das ist ja blöd. Ich weiß ja auch, zum Beispiel von Subsistence, dass das natürlich anders sein kann, ne? Aber da regnet es innen auch. Ich weiß nicht, ob das inzwischen gefixt ist. Ich hatte jetzt mal drauf geachtet, aber da war Sturm. Aber irgendwie ohne Regen. Ich habe so das Gefühl, er hat, weil er das nicht hingekriegt hat, oder eben die Gruppe, haben dann so den Regen ein bisschen abgeschwächt. Naja. So. Die beiden wollte ich schon mal reiten. Machen wir später auch nochmal zwei. Das war das so ein bisschen aufteilen. Ja, ansonsten Stranded Deep ist ein schönes Spiel, also toll. Vor allen Dingen die Inseln, die da so sind, das sind alles so kleine Inseln, da ist nicht so viel. Die ähneln sich alle sehr, ganz einfache Inseln. Man kann aber, und das ist gar nicht so schwer, da ist ein Editor mit beigegeben. Da kann man dann sich selber so Inseln machen. Man kann auch von anderen Usern gemachte Inseln runterladen, quasi wie so Mods. Ist auch nicht wirklich sehr kompliziert. Und da kann man schon die tollsten Sachen machen. Ne? Vor allen Dingen hat das Spiel jetzt endlich
auch ein ordentliches Ende. Man hat diese drei Endgegner, wenn man die besiegt hat, kriegt man so Bauteile für ein Flugzeug, die auf so einem Flugzeugträger ist. Da muss man natürlich alles erstmal finden. Und dann kann man damit quasi dem Pazifik da entkommen und ist das Spiel zu Ende. Also hat jetzt richtig einen Anfang und Ende, wie so eine Story. Ne? Also das ist schon klasse, ja. Mache ich eigentlich gerne. Aber wie gesagt, in erster Linie ist das so dieses Idyll. Aber die Musik manchmal, vor allen Dingen nachts, so diese Trauermusik, die finde ich manchmal fürchterlich. Ach so, wir wollten ja, genau, ich denke, was wollte ich denn jetzt? Wir wollten jetzt Stroh sammeln gehen. Dazu müssen wir den Sammelwagen holen. So sieht's aus. So. Den abgeschmissen. Dann fahren wir mal rüber. Unsere Lieblingsstrecke fahren. So, aber nichtsdestotrotz werde ich jetzt natürlich nicht die ganze Strohsammelaktion auf diesen Tag lassen. Ich habe jetzt die Zeit quasi auf 0,5 verlangsamt, damit der Preis nicht so wegläuft. Trotzdem, also diese Folge, wenn die zu Ende ist, schalte ich dann auch auf den nächsten Tag und ich breite höchstens noch die drei Pferdchen fertig. Schauen wir mal, dass wir da auch weiterkommen. So. Ja, werde ich nochmal mieten, den Sammelwagen. Aber ich hoffe, spätestens bei der nächsten Erntesaison, dass wir dann schon einen eigenen haben. Eigenen Ladewagen. Das möchte ich gern. Naja. Was hat Andrina geschrieben? Ich soll nicht so schimpfen hier mit dem Trecker. Er hat mir treue Dienste geleistet. Ja, das stimmt natürlich. Hat er auch. Brav durchgehalten und würde auch nicht markieren. Naja. Nun gut. Ja, und die Infotussi, die hat wahrscheinlich getanzt, hat jemand geschrieben. Ja, vielleicht hat sie wieder getanzt. Kann sein. Ja, als ich da mit dem Saatgutrest da... Nee, gibt's keine Eimer. Ich habe ja manchmal auch blöde Ideen, ehrlich. So. Gut. Bleibe ich wie immer so ungefähr hier stehen. Und dann marschieren wir mal rein. Und holen uns schon wieder den Ladewagen, wieder den kleinen. So. Mieten. So, jetzt hier wieder Schnappatmung kriegen, obwohl das geht noch, ne? Das geht ja noch. So. Ich habe mir überlegt, ich mache vielleicht mal die Tage eine Folge 7 Days to Die. Kann ich ja jetzt schon mal angucken, ein bisschen Eigenwerbung machen. Von 7 Days to Die, aber nicht auf dem Spielstand, wo die Folgen kommen, sondern so als Special-Folge auf meinem Server, wo ich auch spiele, wo ich ein bisschen weiter bin, dass ich da mal so ein bisschen mache und ein bisschen zeige. Ja, vielleicht. Obwohl, die Folgen guckt ja kaum jemand da eigentlich. Aber gut. Mal sehen, weil ich da Bock drauf habe. Das macht mir Spaß. Ja. Ah ja. Und wieder die Lieblingsstrecke zurückfahren. Und ihr müsst mit. Ja, diesmal aber, das mache ich nicht weiterhin so. Also nächste wird wieder geschnippelt. Aber heute wollte ich das nicht. Ich guck mal aufs Tacho. 34 Minuten, sagt er. Ja, mal gucken. Ich denke mal, so die erste Fuhre Stroh verkaufen möchte ich schon noch. Na, hätte ich die Wege schneiden müssen, dann wäre das gegangen, ne? Aber jetzt habe ich die verquatscht. Egal. Jetzt ist es durchgezogen. Wetter ist schön. Scheint auch noch schön zu bleiben. Ist da nichts anderes angekündigt. Finde ich gut. Ist auch gut fürs Ernten. Und dann müssten wir eigentlich auch bald schon den
Raps und Sorghum hier sind, die müsste auch noch diesen Sommer jetzt ernten können. Auch gut. Aber wenn ich hier so ankomme und gucke dann so in die Ferne, sehe da hinten die Felder, sehe, dass der Wald weg ist, da steht schon so allerhand rum. Also auch wenn das lange gedauert hat und ich noch nicht so das Portemonnaie dick habe, aber ich habe da schon eine Menge bewirkt hier. Es ist schon einiges anders, ne? In den lächerlichen paar 50 Folgen. Ah. So, wo fange ich denn an? Da drüben. Muss ich schon mal nach Wasser gucken? Ne, das Wasser hält sich doch ewig da in den Gärten. Hab ich ja letztes erst gemacht. So. Fangen wir mal hier in der zweiten an. So, ne? Da. Absenken. Einschalten. Und Stroh. Also, wie gesagt, ich habe über 100.000 Stroh da drin. Ich sag mal, das kann ich jetzt alle verkaufen hier von der Ernte. Da muss ich jetzt nichts einlagern. Ja. Ja, das hat er jetzt rübergeschmissen da. Da komme ich jetzt erstmal nicht dran. Naja. Was dolt? Klar habe ich Zugang. Und wie? Ne? Bleiben. Na, hier ist das anders. Auch drüber geschmissen, aber das ist ja mein Land, das kann ich ja aufsammeln. Blöd ist das halt nur. Jetzt habe ich das angelassen, deswegen fahre ich so langsam. Jetzt lohnt aber nicht mehr auszumachen. Einmal Dieter Bürgi umrunden. Und los geht's ja. Ja, ich meine, mit einem größeren Ladewagen müsste ich da nicht so oft hin und her fahren. Weil wenn der voll ist, dann muss ich das ja verkaufen gehen, ne? Ja, das wird auch noch in der nächsten Folge auch noch wahrscheinlich drin sein. Aber da schneide ich das dann wieder. Also, ich nehme euch jetzt nicht 40 Mal mit zum Strohverkauf, nur einmal. Und dann geht das wieder los und fliegen und machen und Steine sammeln und oh, mit allen Feldern. So, das mache ich aber aus. Kann ich nicht schneller fahren? Was haben wir jetzt? 50%? Naja. Nee, was mache ich denn immer so eine riesen... Das ist ein Gekurbel. Da mache ich doch lieber... Obwohl, die drei hier, die mache ich jetzt noch weg, weil das ja kürzer ist. Komm her. So. Ein bisschen langsamer, dass der auch alles aufsammelt. Einmal eine Runde fahren. Guck mal, kriegen wir den? Ja, den kriegen wir schön von hier. Ja. Auf geht's. Ja, schon bald voll. So. Ja, Horrorfilme. Als ich noch jünger war, ja, ich sag mal so im Alter 20, 30, vielleicht auch noch darüber, da konnte ich alle Horrorfilme gucken. Und wenn die noch so schlimm waren, das fand ich mal mehr, mal weniger spannend und interessant, aber ich hatte keine Probleme, mir sowas anzugucken. Aber später erst, da fing das an, dass ich da, oh, wenn das so gruselig war, dass mich das gequält hat. Da habe ich Angst gehabt, dann war ich, ne, wollte ich nicht mehr. Ich guck mir auch hier, es gibt doch diese Filme, ne? Saw. Ich weiß, worum es geht. Ich habe schon Ausschnitte gesehen, aber die gucke ich mir gar nicht an. Weil ich weiß, dass ich mir dann vor Angst und Aufregung die Fingernägel abkaue bis an den Ellenbogen. Das
das mache ich erst gar nicht. Und früher hätte ich drüber gelacht, da gab es keinen Film, der mich irgendwie hätte großartig aufregen können oder wo ich jetzt vielleicht mal schlecht schlafe oder irgendwie mich schlecht fühle oder so. Aber das hat sich nachher geändert später. Ich weiß nicht warum. Eigenartig. Ja. Ich weiß auch nicht, wie ich da jetzt drauf komme. Wahrscheinlich durch diese Zombie-Geschichten. Ah, voll. So, verticken. Moment mal, das sind 16.000. Das gibt 100 pro 1.000. Naja. Ja, hätte ich vielleicht doch einen größeren Ladewagen nehmen sollen. Aber wohl so klein ist der jetzt auch nicht. Ich soll ein paar Mal fahren. Was soll's. So, das bringen wir noch weg und dann war es das für diese Folge. Aber dann mache ich das noch nicht, dass ich den Tag umschalte. Ich muss ja auch noch reiten. Das mache ich als Hausaufgabe, dass ich die drei Pferdchen noch ausreite. Ja, ich fahre zurück zum Hof zwischen der Folge und reite die drei Pferdchen aus und dann machen wir zusammen weiter beim nächsten Mal. Würde ich sagen. Kompromiss. Ja. Aber das ganze Stroh jetzt ins Silo packen. Oder Moment mal, wenn ich das ins Silo packen würde und dann später mit meinem Anhänger wegfahren würde, würde ich dann weniger oft hin und her fahren müssen? Nee, es geht auch nicht mehr rein, oder? Geht da mehr rein in den in die Arschkrampe? Wenn ich jetzt zwei hätte, da ich noch einen hinten dran hängen könnte und hätte jetzt insgesamt 40.000 Liter, die ich damit einmal fahren könnte, dann würde ich das machen. Dann würde ich erst das ganze Stroh in das Silo packen und dann später mit weniger Touren rüberfahren, ne? Vor allen Dingen, wenn der Preis schlechter wird, kann man das ja noch ein bisschen verzögern, bis der mal besser ist. Wie entwickelt sich, ich glaube, der Preis für Stroh, der entwickelt sich immer ziemlich sprunghaft hin und her, ne? Glaube ich. So, das muss ich jetzt auf dem anderen abladen, glaube ich, ne? Da auf dem. Aber werde ich sehen. Hier, glaube ich, kann ich das verkaufen. Was nicht? Nicht? Echt nicht? Da auch? Gar nicht, wa? Ich hab doch einen Preis gesehen. Dann doch hier? Oh, okay. Na, dann kommt mal ein bisschen Kohle rein. Und damit habe ich ja dann schon bald die Miete für den Sammelwagen da schon wieder rein. Ja. Siehste wohl. So, ich fahre dann zurück zum Hof. Ich reite die drei Pferdchen noch und dann machen wir zusammen beim nächsten Mal weiter. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wenn dem so war, dann lasst mir gerne ein Like da. Kommentare auch gerne gesehen. Ich freue mich übrigens jedes Mal wie ein Schneekönig, wenn ich da Feedback kriege. Finde ich klasse. Na, und ja, bis zum nächsten Mal. Bis dann, bye bye und tschüssi.